Digga, Jahrgang 81, Schulverweigerer. Ausbildung abgebrochen und nichts gerafft. Jetzt sitz ich da und denke jede Nacht, es könnte meine letzte sein, wie ich auf Erden bin. Was das Schlimmste für mich wäre, denn ich bin der letzte halt vermutlich, ja, ich bin der letzte Überlebende, mütterlicher sein, und das macht mich nicht gerade glücklich, das macht es nicht leicht. Es ist hart. Ja, doch ich bin ja selber daran schuld, als es so ist. Doch wie komm ich wieder raus aus dem Mist? Wird wahrscheinlich gar nicht, denn ich habe es ja versucht. Bereits seit 10 Jahren lastet auf mir dieser Fluch. Egal was ich versuche, es geht daneben. Egal was ich versuche, ich verfluche die ganzen Wichser, die mich oberarbeiten lassen und dann sagen nein. Keine Bezahlung, wieder meine Energie, meine Kraft investiert und trotzdem ist wieder nichts Positives passiert. Das einzige Positive in meinem Leben ist und bleibt mein gottverdammter Freestyle, sieh doch endlich ein. Für Typen wie mich hatten sie damals einfach keinen Plan. Für Typen wie mich war schon nach der Geburt der Zug abgefahren. Scheidungskind, Schlüsselkind, ja, ich konnte machen, was ich wollte. Schule schwänzen, damit fing es an. Weil ich mich so unverstanden gefühlt habe, ja, bin ich gar nicht gern zur Schule gegangen, das ist klar. Also bin ich dann mit der Scheißschwänzerei, heute weiß ich, damit fing es an, damit habe ich den Untergang eingeläutet. Leute, glaubt mir, ich bringt es nicht. Ja, es verändert sich leider nur zum Negativen. Was soll ich sagen? Ich stecke tiefer in der Krise als mir lieb ist, ja, und alleine werde ich wohl nicht schaffen. Ich habe keine Kraft mehr, um jeden Tag zu kämpfen. Ich habe keine Kraft mehr, denn ich habe meine Kraft verschwendet für jeglichen Scheiß, aber nicht für das Richtige. Ich weiß. Selber schuld, deiner Nächstrat. Selber schuld, wenn du dich nicht bewegst und lieber bist in die fuchenden Werte und liebst. Selber schuld, wenn du lieber stehst, anstatt im Unterricht zu gehen und dann. Eines Tages lang wachst du plötzlich auf und dir wird bewusst, steigt nicht viel drauf. Ohne dass ich Spuren hinterlassen werde, ja, werde ich dann sterben, als wäre ich nie da gewesen, endet es. Und das ist das, was mich so täglich stresst. Ich hoffe nur, ich überlebe meine Mann.